Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 29. April und ich habe jetzt wirklich absolut spontan entschlossen, nochmal einen Gartenrundgang zu machen. Ich will eigentlich nicht immer ununterbrochen nur Gartenrundgänge machen, aber heute, das Wetter fordert es geradezu hinaus. Das Wetter und auch diese Beschleunigung, also diese Schnelligkeit, mit der sich hier alles so schnell ändert. Also wie gesagt, die Narzissen sind ja schon lange vorbei, die frühen Tulpen sind schon verblüht, die mittleren sogar auch, gerade noch die späten stehen hier in den letzten Zügen. Die Pfirsichblüte ist schon vorbei. Also es geht hier so dermaßen ratzfatz alles, dass ich jetzt nochmal einen Gartenrundgang machen werde. Ich habe hier auch teilweise schon, das zeige ich dann auch, meine Tomaten, auch die Gurken und die Zucchini und auch die Meterbohne habe ich schon hier. Die Tomaten habe ich hierher gebracht, die habe ich ja schon länger hier stehen, hier im Gewächshaus. Das lasse ich aber tagsüber offen, weil es so heiß hier drin wird. Und die Melonen, die sind bei mir zu Hause einfach nicht gekommen und auch die Gurken nur sehr verkümmert. Deswegen habe ich die hierher gebracht, habe nochmal neue in die Erde. Jetzt sind die alten aber auch gekommen, denn ich fürchte, ich hatte bei mir in der Wohnung einfach zu wenig Wärme. Die Heizung war nicht mehr an, dazu war es wiederum zu warm. Auf der anderen Seite waren die Tage aber noch recht kühl. Und jetzt hier im Gewächshaus, wenn hier die Sonne scheint, dann im Gewächshaus hat die Wärme doch das die ruckzuck zum Keimen gebracht. Jetzt sind die auch da und jetzt bleiben sie auch hier. Wir hatten hier auch noch mal nachts mal 5 Grad, aber hier im Gewächshaus ist das alles kein Problem. Und ich werde auch nächste Woche schon hier, gucke ich mir noch mal den Wetterbericht, den Wochenbericht an. Ich glaube nicht, dass es noch mal Frost geben wird bis Mitte Mai. Dann kommt das hier alles auch schon raus. Aber erstmal fange ich hier gerade an, das im Gewächshaus alles zu machen. Also die beiden Tomaten, die im Gewächshaus stehen werden oder auch dort bleiben werden müssen. Das zeige ich jetzt einfach alles mal in einem hoffentlich relativ schnellen Durchgang. Ich versuche, mich nicht allzu lange aufzuhalten, dass das nicht so lange wird. Ich will auch nicht ununterbrochen Gartenrundgänge machen, aber wie gesagt, das bietet sich jetzt einfach an, bevor ich dann in meinem nächsten Film dann auch zeige, wie ich meine ganzen Pflanzen dann hier rausbringe. Ja, dann fangen wir auch gerade mal hier an. Dann sieht sich, ich bin hier voll in Arbeit. Hier habe ich zum Beispiel, die setze ich auch so nach und nach raus. Das sieht man, das ist soll so eine lachsfarbene Kresse sein, die auch nicht so lange Ranken bildet. Sie soll buschig sein, klar, aber nicht so lange Ranken bilden. Das sind Zinnien, wobei ich eigentlich 2 verschiedene Sorten hatte. Und ich weiß nicht mehr welches. Das eine ist die Zinnia Eleganz, eine weiße. Und das andere ist so eine kleinere, gefüllte, ja, muss man mal schauen. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Hier sollte eigentlich noch mal Salat kommen. 2 sind gekommen. Auch Petersilie habe ich hier ausgesät. Da kommen sie. Ich bewege das hier immer zu viel und es ist hier so locker und dann reißt das hier so auf. Das muss ich noch mal neu machen. Tja, der Olivenbaum, der bleibt jetzt auch hier. Dann, ja, was haben wir hier Feines? Das ist die Meterbohne. Das ist aber eine, die nur 50 cm hoch wächst. Die soll nicht so hoch wachsen. Das hat seine Gründe, das zeige ich aber alles, wenn ich das ins Beet setze. Hier habe ich Zuckermelonen, wobei nur die gekauften gekommen sind. Ich habe hier die Minnesota eigene Samen. Da hat sich nichts getan. Und das ist die Kayari. Das ist eine neue Sorte, die ich ausprobiere. Ja, hier ist sogar einer gar nicht. Aber das soll auch jetzt gar nicht mehr. Hiervon habe ich ja schon 4. Hier dasselbe. Eine Minnesota ist gekommen. Der Rest ist auch die Kayari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dachte ich hätte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, 10 sind es. Hier 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Das wird schon viel zu viel. Die müssen auch wieder ins Hochbeet. Das muss so aufgefüllt werden, dass da vom letzten Jahr gar nichts übrig ist. Hier habe ich eine Zucchini. Das ist die gelbe Ballzucchini, die ich immer gerne habe. Und hier sind meine 5 Landgurken. Ja, die Tomaten. Aber ich muss noch was sagen. Ich habe hier man sieht, ich habe hier schon eine rote Paprika, eine Herzie. Hier, die ist schon abgeerntet. Jetzt fangen sie noch mal an zu blühen. Die hatte ich im November mal spaßhalber bei mir in der Wohnung gezogen. Also gut. Jetzt habe ich gerade hier eine Paprika geerntet und hier werde ich die zweite ernten.
Ich hätte da auch eher mit dem Pinsel noch dran gehen müssen, denn die wurden ja auch nicht befruchtet. Geblüht hat so ordentlich, aber ich habe da nicht richtig, war ich da nicht richtig hinterher. Aber trotzdem sind sie natürlich viel früher dran als die anderen, aber nicht wesentlich. Wie gesagt, hier gibt es eine Frucht. Der restliche Stand, nämlich dass sie jetzt gerade anfangen wieder zu blühen, ist genau derselbe wie bei denen, die ich zu Hause habe. So, hier habe ich verschiedenste Tomaten. Hier, das hier ist, glaube ich, jetzt muss ich gucken. Ich krieg's jetzt nicht so ohne weiteres hin. Ich habe hier die Golden Courant. Das ist so eine gelbe Johannisbeertomate. Davon habe ich zwei. Und dann habe ich von der, nicht mehr die Filovita, die Cocktailtomate, das ist eine F1-Hybride, wirklich erwiesenermaßen, also bei mir zumindest, kriegt sie erst sehr spät die Kraut- und Braunfäule. Jetzt gibt es eine neuere, die Mountain Magic. Die alte, letztes Jahr war die schon nicht mehr so gut. Die waren früher besser, die Filovita, und vielleicht wurde deswegen jetzt auch eine neue Generation entwickelt, die sich jetzt halt anders nennt. Wahrscheinlich ist es genau das Gleiche, aber vielleicht wieder ein bisschen aufgefrischt. Hier sieht man, das sind die typischen kleinen Cocktailtomatenblüten. Hier sehe ich schon an der Blüte, dass das eine Fleischtomate ist. Nämlich entweder die weiße Schönheit, ich gucke jetzt gar nicht nach, entweder die weiße Schönheit oder die orangene. Den Namen schreibe ich noch mal drunter. Hier ist auch eine Fleischtomate, ganz eindeutig. Die nämlich auch letztes Jahr hier im Gewächshaus stand, wo die auch wieder, jetzt habe ich zwei aus eigenen Samen. Die blüht hier auch schon. Die werden hier auch stehen bleiben, denn die halten unsere nassen Sommer nicht so ohne weiteres aus, diese Fleischtomaten. Die bleiben hier im Gewächshaus. Eine ist schon hier im Topf. Und da bin ich gerade dabei, habe ich auch Maulwurferde noch rein. Die ganze Hütte war hier voller Maulwurferde. Ach, das zeige ich jetzt auch gerade nochmal. Es ist unglaublich, was hier passiert. Hier wird von außen die ganze Erde aufgeworfen. Ich habe hier alles voll mit Erde. Rundrum. Es wachsen hier schon Brennnesseln und Gras drin. Alles von den Maulwürfen. So, das war die eine Sache. Habe ich noch was? Nee, das war's jetzt hier. Hier blüht jetzt zum ersten Mal der Rosmarin. Das sind zwei Ableger, die ich mal genommen hatte vor 2 Jahren. Und man sieht hier auch an den Spitzen, die muss ich mal abschneiden, hier war der auch abgefroren. Die Mutter dieser beiden hier ist abgefroren. Nicht hier bei mir, sondern da, wo ich sie genommen habe, obwohl die an der Hauswand stand. Ich habe hier einen Sack drum, das scheint doch was gebracht zu haben. Nur da, wo sie oben über den Sack rausgeguckt haben, da sind sie abgefroren. Hier blüht das Brokkoli noch, das kommt aber jetzt auch raus. Genauso wie der Rucola. Der wird auch jetzt geerntet. Hier muss ich alles fertig machen bis nächste Woche. Hier kommen ja wieder die Tomaten hin. Porree ist draußen. Die Erbsen sind schon, man sieht, ich bin hier auch schon ein bisschen weitergekommen mit der Beetumrandung. Naja, also wenn ich nächstes Jahr noch hier bin, dann mache ich das im Winter alles wieder raus. Dann kommen hier gute Sachen rein, Steine, die allerdings sehr schwer zu beschaffen sind, sehr teuer sind, und die wollte ich jetzt mit dieser Ungewissheit jetzt nicht unbedingt haben, da ich nicht weiß, ob ich den Garten nächstes Jahr noch weiter haben werde. Also ich werde ihn, wenn, dann freiwillig aufgeben, weil ich ein anderes Projekt plane, das aber noch sehr im Ungewissen ist, ob das klappt. So, hier sieht man die vorgezogenen Erbsen. Das hat sich richtig gelohnt, finde ich, hier die vorzuziehen. Wie weit die jetzt schon sind. Hier kommen schon die ersten Blüten. Die ersten Blüten kommen hier schon. Der Schnittlauch, also den Knoblauch, den hole ich ja hier so nach und nach raus. Das ist ja alles viel zu dicht hier. Schnittlauch auch. Den lasse ich dieses Jahr noch mal hier so drin. Massenweise hat sich alles selbst so teilweise ausgesät. Die drei Karotten, die hier stehen, die sind vom letzten Jahr noch. Die waren noch ganz klein, jetzt wachsen sie.
Die anderen haben es nicht geschafft. Die Artischocken, die sind jetzt ein bisschen gelb geworden, seitdem ich sie hier reingesetzt habe. Ich habe ihnen jetzt mal ein bisschen Dünger gegeben. Tja, ich weiß nicht, woran es liegt. Sonnenbrand können sie nicht haben. Ich hatte sie vorher schon die ganze Zeit draußen stehen. Ja, hier sind nochmal Salate. Ich muss jetzt schon überall ein Netz drum machen. Dieses Jahr gibt es eine extreme Schneckenplage. Extrem. Hier sind schon meine Weißkohle alle weggefressen. Das waren Weißkohle hier. Hier habe ich noch eine erwischt, die sie am Blumenkohl war. Die hat das nicht überlebt. Und hier habe ich 3 Sorten. Aber ich habe nur noch 5. Ich hatte ursprünglich mal 6. 2 weiße, 2 orangene, 2 violette. Die 2 violetten leben noch, aber ich kann nicht erkennen, welche jetzt von den weißen und welche orange ist. Hier sieht man auch, habe ich so nach und nach, setze ich hier an den Rand überall die Kapuzinerkressen hin, dass die so ein bisschen über das Schwarze dann wachsen und das gnädig sozusagen verdecken. Die dicke Bohnen, ja, die blühen auch schon oder fast, noch nicht ganz auf. Aber die werden ja wohl noch ein bisschen größer, hoffe ich. Ich finde die ein bisschen klein. Ich habe sie zum ersten Mal. Schauen wir mal. Tja, die Erdbeeren. Das sieht doch gut aus. Das sieht echt vielversprechend aus hier. Da kann man hoffen, dass es hier richtig Erdbeeren gibt dieses Jahr. Das sind, glaube ich, auch die weißen. Die blühen sowieso immer viel üppiger als die roten, finde ich. Die haben auch viel größere Blüten. Schauen wir mal. So, der Weinbergpfirsich. Da habe ich noch gar nicht geguckt, ob ich hier Pfirsiche... Ja, doch. Doch, doch. Hier. Ach, kann man es sehen? Hier sind schon Pfirsiche dran. Aber die sind noch ein bisschen zu klein. Das ist jetzt zu mühsam, die zu zählen oder sich zu gucken, wie viel da kommen werden. Also die Kakis werden dieses Jahr nicht blühen. Überlebt haben sie. Aber blühen werden sie dieses Jahr nicht. Das ist noch zu früh. Genauso wenig wie die Aprikose dort hinten. Die ist ja selbst gezogen. Die ist jetzt im zweiten Jahr. Gewachsen ist sie gut. Aber Blüten hat sie noch keine. Hier habe ich jetzt so nach und nach die Salate raus. Die muss ich ununterbrochen gießen. Die hängen schon wieder. Ununterbrochen gießen. Die vertrocknen mir hier so schnell. Hier habe ich auch noch mal Rucola. Hatte ich alles im Winter schon gesät. Ein paar sind gekommen. Sind aber nur 2 Karotten was geworden. Ich habe viel mehr ausgesät. Nur 2 haben diesen Winter überstanden. Spinat. Und hier ist auch noch mal ein Pfirsich, ein kleiner. Selbstgezogene. Tja, da steht er. Aber den habe ich letztes Jahr, kam der erst aus dem Kern raus. Habe ich im Herbst hier hingesetzt. Ja, die Tulpen und die Blüten. Alles schon fast vorbei wieder. Jetzt fängt hier der Riesenzierlauch an. Hier habe ich so eine Lilie, die gerade aufgeht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das ist schon länger her, dass ich die da reingesetzt habe. Die blüht zum ersten Mal. Tja, Apfel habe ich dieses Jahr hier keinen. Der blüht nicht. Der ist auch zu sehr geschnitten worden. Das ist zu sehr geschnitten worden, also von mir hauptsächlich. Da ist dann später nur noch mal ein Pflegeschnitt gemacht worden von jemandem, der sich auskennt. Aber warum der nicht blüht, liegt eher an meinem Schnitt. Denn der hier, der normalerweise eigentlich nie blüht, der ist jetzt, den ich auch nicht geschnitten habe, der total verwuchert war, der hat jetzt ein paar Blüten. Nicht viel, aber ein paar. Na, ich habe sie doch gesehen hier. Wo waren sie denn? Oben. Ah ja, hier zum Beispiel. Da. Hier fängt jetzt der Storchenschnabel an, das ist eine totale Hummelweide. Der Bärlauch blüht,
gibt es auch schon abgeerntet. Und hier jetzt die Kletterhortense. Letztes Jahr waren ja alle Blüten abgefroren. Dafür kommen jetzt umso mehr. Und hier in diese beiden Töpfen kommen ja noch mal zwei weiße Schönheiten hin. Ich habe drei. Was ich mit der dritten mache, weiß ich nicht. Ich habe die einmal im Freien gehabt. Hier ist ein bisschen bedacht. Die kriegen hier schon auch, wenn so gerade wenn aus dem Westen oder Süden der Wind kommt und Regen dran gedrückt wird, kriegen die schon auch mal Feuchtigkeit ab. Aber die gedeihen hier eigentlich immer sehr gut. Aber ganz im Freien habe ich einmal gehabt. Das wird nicht wirklich was. Jetzt schauen wir mal nach dem Teller. Wer eben meinen Weinbergpfirsich, meinen roten, gesehen hat, hat festgestellt, dass der keine Kräuselkrankheit hat. Der Tellerpfirsich ist wesentlich empfindlicher dagegen. Der hat sie schon ziemlich heftig, aber da muss er jetzt durch. Ich kann ihm da nicht helfen. Ich bin hier diesmal auch mit dem Pinsel dran. Ich muss hier auch mit dem Pinsel dran. Hier ist einer. Sieht man den? Ja, da. Ja, weil irgendwie letztes Jahr hatte ich nur einen Pfirsich, weil ich nicht mit dem Pinsel dran bin. Ich finde, hier sind die Bienen nicht in ausreichendem, oder auch nicht die Hummeln nicht dran. Jetzt habe ich hier, also überall habe ich hier jetzt reichlich. Aber das hat noch nicht unbedingt was zu sagen. Die können auch noch alle abfallen. Das heißt nicht, dass sie tatsächlich auch werden. Aber wenn die alle was werden, weil das ist, also der rote Weinbergpfirsich schmeckt auch sehr gut. Der ist ja erst so im September, manchmal sogar erst im Oktober reif. Also Ende September oder der hier ist ja teilweise schon im Juli, August, Ende Juli. Und der schmeckt natürlich schon ganz. Aber ich habe hier ordentlich gepinselt, wie man sieht. Naja, schauen wir mal, was dran bleibt. Kann sein, dass ihnen die Kräuse, dass er so viele Blätter verliert, die fallen ja irgendwann von alleine ab. Das hat keinen Sinn, die abzumachen. Die fallen ab. Würde ich auch verrückt werden. Mal schauen, was drum, was hier rumkommt. Hier habe ich jetzt die Kartoffeln. Ich habe jetzt doch mal nochmal die Serpomira hier rein, weil meine anderen, meine eigenen, die ich immer hatte, da hatte ich keine kleinen mehr. Die habe ich aufgegessen, hatte gedacht, die kleinen setze ich hier rein, aber dann habe ich festgestellt, dass nur noch von der Serpomira die kleine da waren. Naja, was soll's. Die Zwetschge hat auch geblüht. Hier blüht sie sogar noch ein bisschen. Diese kleine Birne, die immer noch nicht gewachsen ist, hat auch geblüht. Die hat ja noch nie, die blühen tut die immer. Ich hatte die ja noch mal ausgegraben, Wurzel auseinandergenommen, letztes Jahr wieder in die Erde gesetzt. Mal gucken, ob sie dieses Jahr ein bisschen wächst. Die Himbeeren, ja, da sieht man halt die Knospen. Die sind jetzt noch nicht am Blühen. Und hier sieht man so richtig das Ausmaß immer der Schneckenplage. Jetzt sind sie alle weg. Aber was hier besonders stark ist, und denen kann man ja auch gar nichts antun, sind sie hier noch irgendwo im Schatten zu sehen. Hier muss man auch immer aufpassen, wenn man Feuer macht. Jetzt ist es ihnen doch zu warm geworden anscheinend. Ich suche und sehe keine einzige. Morgen war noch alles voll hier. Von diesen Weinbergschnecken, von diesen großen. Ah ja, hier ist zum Beispiel, ah ja, hier sind sie jetzt. Haben sie sich jetzt hierhin zurückgezogen. Hier sind zwei in Massen, in allen Größen. Die haben sich dermaßen vermehrt. Ah ja, die sitzen hier immer am Kompost, überall. Hier alles voll. In allen Größen. Und dann sieht man sie immer, wenn es feucht ist, wie sie hier hinmarschieren über die Wiese. Naja, hier gehen sie dann rein. Hier, wenn es ihnen zu warm und trocken wird, sind die dann hier drin. Hier muss man immer aufpassen, auch wenn ich hier mähe. Immer aufpassen, dass ich hier keine Schnecken erwische. Weil das finde ich irgendwie, denen will ich nichts tun. Das ist zwar ungerecht, das ist hier. Oh, hier könnte sich eine Paarung vollziehen. Das sieht mir ganz danach aus. So eng sind doch normalerweise Schnecken nicht aneinander.
Das sind ja Twitter, soweit ich weiß. Twitter. Twitter. Sehr interessant. Aber man sieht nichts weiter. Keine Bewegung. Die kleben einfach nur irgendwie aneinander. Das ist ja schon interessant hier. Ah ja, hier muss man immer aufpassen, wo man hintritt. Aber Nacktschnecken gibt es hier auch viele. Die mache ich ehrlich gesagt tot. Die zerschneide ich. Den schneide ich den Kopf ab. Das klingt jetzt brutal, aber das ist ein schneller Tod. Manche übergießen sie mit heißem Wasser oder mit Salz oder irgendwas. Das ist ein qualvoller Tod. Ja, die weiße Johannisbeere. Josterbeeren, das wird viel geben dieses Jahr. Hinten habe ich ja noch eine. Das gibt viel. So, gucken wir mal weiter. Auch alles Himbeeren. Ja, das sind jetzt die späten Tulpen. Aber selbst die, wie man sieht, sind schon am Ende. Jetzt hier schon die Bergflockenblume am Blühen. Ja, die letzten sind eigentlich hier die schwarzen. Also die nennen sich schwarz, weil die so dunkel sind. Und diese hier, das sind die letzten Tulpen. Nee, nicht. Ich habe noch ein paar letzte, die sind neu. Da, die Anemonen, die roten. Die hier habe ich neu hierhin. Das sind so ganz viel blütrige, die aber, wie ich jetzt sehe, das wusste ich gar nicht, dass sie im Verblühen rosa werden. Das finde ich auch ganz interessant. Die waren erst ganz weiß. Passt dann auch gut zu dem drehenden Herz hier. Dass die schon interessant, dass die jetzt leider fällt hier das ganze, die lauter alles diese Verblüte von der Eiche oben drüber fällt da immer so rein. Hier ist wieder was los heute. Dabei haben wir noch gar nicht den 1. Mai. Dann fliegen hier wieder die ganzen Hubschrauber wegen Fahrradrennen. Die Heidelbeeren. Da sind auch immer Hummeln dran. Die blühen hier. Echt gut, also die hier sowieso immer, das ist die frühe. Aber die hat leider auch die kleinsten Heidelbeeren. Die mittlere, es geht. Aber die hier, die späte mit den besten Heidelbeeren, die blüht richtig gut. Oh, das sind die allerbesten, die süßesten und größten. Und auch die hier blüht hier, die rosane. Da bin ich ja mal gespannt. Die hat ja letztes Jahr noch nicht geblüht. Die sind ja neu hier. Tja, das hier ist jetzt die Maibeere. Da muss man ein Netz drüber machen. Letztes Jahr habe ich ja zum ersten Mal viel geerntet. Dieses Jahr habe ich nicht viel gesehen, aber mal gucken. Entwickelt sich vielleicht noch. Und bevor die Vögel dran gehen, habe ich lieber mal ein Netz drüber gemacht. Hier wieder, das sind ja Walderdbeeren hier unten. Also Heidelbeeren scheint es mir dieses Jahr doch wieder richtig viel zu geben. Letztes Jahr waren nicht ganz so viele. Und das freut mich natürlich. Und hier sieht man die Hummeln dran, weil ich esse sehr gerne Heidelbeeren. Ich liebe Heidelbeeren. Ja, die späten Narzissen gibt es schon noch ein paar. Das hier soll so eine, ja, eigentlich grün sein. Die ist natürlich dann doch gelb. Innen soll es eigentlich grün sein. Und hier hatte ich ja mal die Schokoladenackelei hingesetzt. Die hat sich jetzt aber doch ganz gut ausgesät. Ist allerdings sehr unauffällig von der Blüte her. Die fällt fast gar nicht auf. Genauso wie die passt eigentlich zur Indianerbanane farblich. Das ist nämlich die hier. Wer meinen Kanal verfolgt, der hat das alles schon mitgekriegt. Jetzt hat die hier 7 Blüten, die ganze Zeit nicht geblüht hat. Jetzt habe ich natürlich wie verrückt mit dem Pinsel immer hin und her zwischen den beiden. Bin ich jetzt überall mit dem Pinsel dran. Die ist praktisch schon verblüht. Die hat ja immer noch so ein paar Nachzüglerknospen. Das war ja das Glück letztes Jahr, dass ich wenigstens ein paar Indianerbananen noch abbekommen habe. Nach dem Frost Ende April. Weil dann nämlich immer noch welche dranhängen als Ersatz sozusagen, die sehr spät sind. Also wenn jetzt noch mal ein Frost käme, hätte ich immer noch ein paar Blüten. Nämlich die hier, die noch gar nicht aufgegangen sind.
Aber hier war ich sehr fleißig schon mit dem Pinsel dran und hoffe, dass auch diesmal ein paar mehr ausgetragen werden. Denn die setzt ja immer sehr viel an und lässt dann viel wieder fallen. Aber jetzt habe ich einen Fremdbestäuber. Mal gucken, was passiert. Der Flieder, der duftet. Der duftet. Bis hierhin. Mmh. So lecker. Ja, hier die Tulpen sind auch schon vorbei. Die Narzissen sind vorbei. Hier kommt auch so ein Zierlauch. Die habe ich alle letzte Jahr erst hier hingesetzt. Was immer wieder kommt, die fangen jetzt an, sind diese kleinen Königskerzen. Die sehen sich hier von alleine aus. Kleine Anemonen, die haben ja sehr gelitten dieses Jahr, haben 3 Anläufe unternommen zur Blüte, jedes Mal wieder abgefroren. Das sind diese kleinen, die finde ich eigentlich gut, weil die sind früh, blühen früh und man muss sich gar nicht um die kümmern, obwohl die Schnecken ganz gern dran gehen. Und hier ist, also von meinen Rittersporen, die ich hier letztes Jahr hingesetzt habe, selbst gezogen, ist kein einziger mehr am Leben. Die Narzissen waren total zerfressen. Aber jetzt hier an den Dichternarzissen sind sie jetzt nicht mehr so dran. Das sind ja auch so die letzten Narzissen, die werden ja auch oft Sommernarzissen genannt. Die finde ich auch sehr süß, sehr spät blühen. An der Lupine sieht man auch, wie die Schnecken gewütet haben, dass die noch so mickrig ist hier. Vielleicht waren auch die Wühlmäuse dran. Hier ist insgesamt alles etwas kahl, finde ich. Hier auch alles abgefressen. Das sind ja alles die weißen Skabiosen, die ich hier habe. Weiße Nelken, die ich letztes Jahr hier reingesetzt habe. Ganz viel weiße Akeleien. Ganz viel weiße Echinazeen. Das sind die hier. Und ganz viel weiße Rittersporn. Die sind aber nicht da. Die sind einfach nicht da. Ja, das ist die Schwertlilie. Ah, hier wächst da. Das ist fies, wenn da innen drin dann so Unkraut wächst. Das kriegt man gar nicht raus. Da kann ich jetzt aber so einen Blütenansatz kaum erkennen, dass da was kommt. Ah, doch, hier. Da kommt was. Ah ja, hier auch. Hier auch. Okay, das wird noch werden. Ja, hier auch. Sehr gut. Das waren ja mal 2, die sind zusammengewachsen jetzt. Und die anderen waren auch mal 2. Die waren letztes Jahr eigentlich praktisch verschwunden. Hier sieht man, kommt es wieder ein bisschen. Ich glaube, das waren die Wühlmäuse hier. Der kommt eine Blüte. Hier habe ich ein paar Lilien noch hingesetzt. Ja. Na gut, der weiße Lärchensporn, jetzt ist er da hinten auch hin. Habe ich hier alles rausgerissen. Das war ja nur noch weißer Lärchensporn. Und der weiße Klatschmohn kommt hier auch wieder in Massen. Der erdrückt oft alles. Den muss ich auch ein bisschen reduzieren. So, das hier ist die weiße Bergflockenblume. Aber wenn die sich nochmal aussät, wird die blau. Ich habe hier schon blaue rausgeholt, die ich hier gar nicht haben will. So, und den finde ich aber auch sehr schön hier. Der ist nur sehr verbreitungswütig hier, der weiße. Also der ist ja nicht ganz weiß, der ist ja unten noch ein bisschen gelb. Ja, die sind wir schon wieder durch. Wahrscheinlich wieder viel zu lang. Bis zum nächsten Mal.